that's all I need. All I want is for you to stay a little longer now, with arms around me like a. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu den News heute vom 29.06. Denn heute gibt es neue magische Pferde und die werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Zum einen dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass diese Woche die letzte Midsommerwoche ist. Das bedeutet, am 6. Juli würden wir auf jeden Fall Abschied nehmen vom Midsommerfest, wie wir es nun kennen. Und nächstes Jahr gibt es dann etwas ganz, ganz Neues. Da bin ich nächstes Jahr auf jeden Fall gespannt. Aber hier im Moorland stehen auch die neuen Pferde, die neuen magischen Pferde, die heute rausgekommen sind. Und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich schaue sie jetzt das erste Mal ein. Es sind Setna und Proteus. Zum einen haben wir hier Setna, Generation 3 natürlich. Das wirbelnde Meer um die Insel Jorvik wimmelt von Magie und Geheimnissen. Und aus diesen Gewässern tauchte ein feurig goldenes Pferd auf, das Setna genannt wird. Der Legende nach konnte dieses leicht ablenkbare Wesen Seeleute zu versunkenen Schätzen führen oder auf dem Weg dorthin die Orientierung oder das Interesse verlieren. Die Seefahrer benannten diese Rasse nach der mythologischen Gebieterin des Meeres. Der Ursprung dieser Pferde ist ein Mysterium, aber man flüstert von einer einst grünen Insel vor der Küste Südost-Jorviks, auf der magische Pferde frei herumstreiften. Eines Tages jedoch versank dieses Land im Ozean und ließ die Pferde ohne Heimat zurück. Es heißt, dass Setna auf Jorvik sei ein Nachkommen der Pferde dieser sagenumwobenen Insel. Ganz gleich, ob es sich in einer magischen Form repräsentiert oder sich unauffällig unter seine Pferde gemischt hat, das Setna reitet wie der Appaloosa, dem es ähnelt. Stärke 1, Disziplin 2, Geschwindigkeit, Ausdauer 0 und Agilität 3. Ab Level 1 hier verfügbar für 900 Starcoins. Und jetzt gucken wir nochmal die Animationen an von dem Goldfischpferd, so würde ich es mal nennen. Trab, Kanter, Galopp, schneller Galopp sieht ganz gut aus, finde ich. Oh, besondere Gangart hat es sogar, okay. Schön. Ja, sieht man das nicht? Ah, hier, ich wollte gerade sagen, sieht man das nicht unverwandelt? Doch, sieht man. Leider gibt es keine andere Mähne dafür, wie das bei, bei den magischen Pferden halt leider nun mal immer so ist. Sehr, sehr schade, muss ich sagen. Sehr, sehr schade. Ja, was haltet ihr von dem Goldfischpferd? Ich bin unentschlossen. Ich bin so unentschlossen tatsächlich. Ich weiß nicht, Setna. Ich bin unentschlossen. Wir gucken uns jetzt aber auch nochmal das andere an. Da haben wir Proteus. Das wirbelnde Meer um die Insel Jorvik wimmelt von Magie und Geheimnissen. Und aus den Gewässern tauchte ein beeindruckendes Pferd auf, das Proteus genannt wird. Der Legende nach bewacht dieses ortstreue Wesen versunkene Schätze. Lasse dich von seinem pieksigen Äußeren nicht täuschen. Es ist ein liebenswerter Griesgram. Die Seefahrer benannten diese Rasse nach dem mythologischen Gott des Meeres, der viele Formen annehmen konnte. Der Ursprung dieser Pferde ist ein Mysterium, aber man flüstert von einer einst grünen Insel vor Jorviks Küste. Ah, das kennen wir schon, okay. Alles klar, ganz gleich, ob es sich in einer magischen Form präsentiert oder sich unauffällig unter andere Pferde gemischt hat, das Proteus reitet sich wie der Appaloosa. Und auch das schauen wir uns mal an. Der Schritt, der Trab, Kanter, Galopp und der schnelle Galopp und die besondere Gangart. Und einmal unverwandelt. Und ich finde, unverwandelt mag ich es sehr, sehr gerne. Außer die Mähne. Die Mähne gefällt mir einfach nicht. Einfach nicht genug. Ich weiß nicht, ich hätte gerne lange Mähne dazu. Dann würde ich mir tatsächlich dieses Pferd hier kaufen, weil ich finde die Fellfärbung irgendwie total schön. Gefällt mir wirklich gut. Auch wenn es sehr, sehr an Zebra erinnert. Aber mir gefällt es trotzdem sehr gut tatsächlich. Und bis zum 20. Juli sind diese Pferde hier verfügbar und werden wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen.
Ist also die einzige Gelegenheit, sich da mal eins zu kaufen. Aber tatsächlich weiß ich nicht, ob ich mir davon eins kaufen werde, denn oh mein Gott. Also verwandelt ist das schon echt eine krasse Sache, finde ich. Weil die so viele Flossen haben und halt echt, hier der Schweif, oh mein Gott, der echt fischig aussieht und ich weiß nicht, ob das so meins ist. Es ist echt nicht so mein Fall tatsächlich. Ich finde das hier so sehr schön, nur die Mähne sagt mir halt gar nicht so und ich hoffe tatsächlich, dass nochmal so eins rauskommen wird irgendwann mit dieser Fellfärbung. Aber als magisches Pferd, oh. Oh, ich weiß nicht, ob man das machen kann. Schreibt mir eure Meinung dazu bitte mal in die Kommentare. Noch dazu gibt es heute auch noch magische Haustiere und zwar zwei Katzen. Einmal die Goldfischkatze und einmal die, oh Gott, wie heißt denn der Fisch eigentlich nochmal? Oh mein Gott, ich wusste es immer. Oh, heißt da auch irgendwas mit Feuer oder Teufel? Oh Gott, wie heißt denn der nochmal? Oh, Feuer, Teufel, Pieks, keine Ahnung. Oh, ich komme nicht drauf. Oh, ich kenne den Fisch. Ich habe den ganz oft in Aquarien gesehen. Oh, und eigentlich bin ich ganz gut in Namen merken, was so Fische oder Tierarten und so angeht. Aber ich komme nicht drauf, wie der heißt. Da muss ich nochmal googeln. Also, ich glaube, das wird mich den ganzen Tag sonst verfolgen, wenn ich nicht sag oder wenn ich nicht weiß, wie nochmal der Name des Fisches war, den Proteus und die Katze hier haben. Boah. Komm nicht drauf. Auf jeden Fall 350 Starcoins für Captain Flossy. Ich liebe den Namen. Den Namen finde ich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Da würde ich mir glatt die Katze kaufen, weil Captain Flossy, hallo? Voll gut. Ich glaube, wenn ich nochmal eine Katze kriege, dann nenne ich die Captain Flossy. Naja, okay. Also Captain Flossy und wie heißt denn die andere Katze überhaupt? Ich muss mal ganz kurz gucken. Captain Flossy und Admiral Streif. Genau, das ist Admiral Streif hier. Aber ich finde Captain, also ich finde die Katze hier schöner. Captain Streif, aber der Name Captain Flossy ist mega. Einfach richtig gut. Nächste Woche besucht uns übrigens Gulimero Gadea wieder mit das Pferde von Jorvik-Rennen. Und ja, das war's für heute mit den News. Eure Meinung zu diesen neuen Pferden bitte unbedingt in die Kommentare. Ich bin sicher, es gibt viele, die die richtig toll finden und auch viele, die ein bisschen skeptisch sind. Ich bin eine von denen, die es ein bisschen skeptisch finden. Ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen zu viel einfach. Einfach irgendwie zu viel. Keine Ahnung. Nicht, dass sie hässlich sind oder so. Es geht schon. Aber irgendwie ist das schon zu magisch? Ich weiß gar nicht, wie ich das betiteln soll. Naja, ist auf jeden Fall Geschmackssache. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.